guck mal, du hast vielleicht viele Probleme mit anderen Leuten. Wir haben nicht erlebt. Nein, ich habe tatsächlich, das ist das lustige, Ayo, darauf wollte ich gerade auch noch zu sprechen kommen. Ich habe mit niemandem Probleme. Mit niemandem. Außer mit dem Casino. Komisch. Komisch, dass die mir die ganze Zeit meinen Kopf haben möchten. Ich weiß, wie ich denn mit deinem Kopf? Ja. Was soll ich denn mit deinem Kopf, Galina? Spende ich mal. Wie? Hallöchen. Versieh dich mal, fahr mal weiter, du Schuss, bevor ich dich durchlasse auf der Straße. Fahr mal weiter, was für Hallöchen. Fahr mal weiter, was willst du denn von meinen Eiern? Geh doch mal weg, du ekelhafter Ehrenloser. Gut, wie gesagt, überlegen, ich muss hier kurz anhalten. Überlegen Sie sich das einfach und dann können Sie dann einfach. Ne? Nicht gleich nochmal anrufen. Bis dann. Ja, bis dann. Was? Hä? Was? 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 Was ist denn mit euch los? Jo, hallo, nimm mal die Waffe runter. Ich soll einsteigen, Mann. Hinter dem Fahrer. Ach so, ich dachte, ich soll in Motorhaube einsteigen. Steig ein. Hinter dem Fahrer. Wo soll ich denn sonst einsteigen, Moro? Sag mal. Ey, wir haben den jetzt eingebaut. Jetzt ziehst du einen Phone, dann bist du tot, alright? Was soll ich ziehen? Ein Phone. Was ist denn ein Phone? Ein Handy, du Bitch. Ach so, ein Handy. Wow. Ja gut, und jetzt? Was wollt ihr denn von meinen Eiern? Wo sollen wir denn hinbringen? Warum steigst du auch aus? Ich will mir das RP angucken, was sie vorhaben. Ey, weißt du, man muss einfach mal die Schnauze halten, ne? Nee. Muss mal aufpassen, gegen wen du hier sprichst. Ja, aber was wollt ihr denn jetzt von meinen Eiern? Das ist ja meine Frage. Ja, die Frage ist, warum du zu jedem frech bist. Wie zu jedem frech? Ihr rammt mich. Was soll ich denn? Warte mal, ihr habt mich gerammt. Showdown. Also, was erwartet ihr denn? Das hinter wir waren neben dir uns. Und haben Hallo gesagt. Ja, weil du bist der Zehnte, der heute neben mir anhält und Hallo sagt. Verstehst du das? Das Auto von Klo 77. Wir dachten jetzt nicht, dass du da drin sitzt. Okay, und jetzt? Was, Rayane, was wollt ihr denn jetzt? Das entscheide ich nicht. Das wirst du merken. Okay. Wirst du gleich hören. Happy Halloween, Jungs, ne? So, nebenbei. Ja, steig mal aus, Dario. Hörst du mich nicht, Mann? Du sollst aufsteigen. Jetzt? Ja, jetzt. Ach so. Mach mal deine Hände durch. Jo. War korrekt, ja, Mann. Ich sag euch, guck mal, ich sag euch ehrlich, ihr interessiert mich nicht, aber ihr geht mir jeden Tag auf den Sack. Versteht ihr das? Ja, du gehst uns auch auf den Sack. Ihr juckt mich wirklich gar nicht. Versteht ihr das? So, ihr seid so nicht mehr mein Sack, hör? Das interessiert mich mehr. Versteht ihr das? Aber jeden Tag, ihr geht mir auf den Sack. Was wollt ihr denn? Und also, die Fresse. Also, du willst doch noch lebend hier rauskommen, oder? Ja, aber was wollt ihr denn jetzt? Ja, dann also, musst du halt einfach mal die Fresse reden. Halten. Mhm. Wo warten wir? Hallo? Hallo? Ey! Mach mal nochmal das Grübelt. Ey, okay, Rash, hör auf. Ey, Rash. Ja, und jetzt, also jetzt mal ehrlich, Jungs, guck mal, also ist ja alles schön und gut und so. Aber ich würde ja jetzt gern wissen, wie es jetzt hier weitergeht, ne? Ja, das wirst du jetzt gleich merken. Wie gleich merken? Auf ihn haben wir gewartet. Wer ist das denn jetzt? Das ist mein Second OG. So, Django, grüß dich. Das ist Ayo. Grüß dich, Django hier. Ach so. Django hier, Django. Brüder oder so. Ach so, Ayo. Nein, hier ist Django. Okay, reicht doch, ne, oder? Was denn? Wo ist das Geld? Wie Geld? Welches Geld? Der hat dir schon Geld abgenommen. Nein. Guck mal, Ayo, Mann. Du warst mit Bilal dort. Du wolltest Bilal als Rücken haben und der war nicht in deinem Rücken, ne? Weißt du, was ich meine? Er stand nicht mal hinter dir, Bro. Er hat dich verkauft. Und ich frage mich, wo ist das Geld? Du hast eine Woche Zeit gehabt. Ich habe gesagt, du hast 3 Tage Zeit. Yeah. Aber ich frage mich wirklich, Mann, was ist los mit dir? Interessiert dich das nicht? Ist dein Leben völlig egal? Wie mein Leben egal? Ich weiß nicht, was du willst von mir jetzt gerade. Die 20.000 Dollar, Ayo. Die 20. Wo sind die? Ayo, ich kann dich jetzt abholen. Nein, aber warte mal, du willst mich jetzt. Du willst jetzt echt 20.000 von mir haben? Ayo, seit einer Woche verklicke ich dir, dass du 20.000 Dollar zahlen sollst. Aber wofür denn, Jani? Wenigstens weil gibt doch so Escort-Service, irgendwas. Es ist ja gar nichts. Ja, nee, entspann dich mal. Hallo, entspann dich mal. Nein, es geht nur darum. Es geht ja nur darum. Du bist nicht das erste Mal frech. Haben wir uns da verstanden? Ja, du bist nicht das erste Mal frech. Ja, hab ich schon beim ersten Mal verstanden. Alles gut. Aber ja, es geht anscheinend nur ja nicht, sonst wärst du ja nicht weiter frech. Ja, nee, weil ich rede ja ganz normal mit euch. Ja, hat man ja gerade vorhin gesehen, ne? Okay, wie soll ich sonst mit euch reden? Ja, nee, was normal reden und nicht respektlos. Oder, guck mal. Guck mal, wenn ihr sagt mir, ihr macht irgendwas für mich, ich bin bereit, ihr zu sein. Aber ich zahle euch doch nicht Geld, dass ihr weit frech zu mir und ich bin frech zu euch zurück. Ja, nee, wo lebt ihr? Nein. Wo lebt ihr? Sag mal. Ey. Ich weiß nicht, lass doch mal bitte einreden, das macht doch keinen Sinn hier. Einreden, du Schreiner. Wir können gemeinsam singen, aber nicht reden. Ja, so geht das nicht. Ja, Bruder, kennst du ein Lied? Kennst du ein Lied, ich will dich singen? Weiß ich nicht. Was können wir denn singen zum Beispiel? Alles. Alles. Sing das, was du kannst. Du musst nur Playback machen. Ich singe. Ohne Playback. Glaub mir, ich werde singen. Mach. Ey!
Nee, jetzt mal ehrlich, Jungs, bitte. Also, jetzt mal ehrlich, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr mir helfen mit irgendwas? Dann bin ich bereit Nein, zu zahlen. Nein, wir wollen dir nicht helfen. Zahl doch einfach. Ajo, wir wollen dich mal abknallen. Wir haben keinen Bock auf dich. Zahl ihr doch habt einfach. Keinen Bock auf mich, Mero. Ihr seid zu 24-7 an meinen Arsch wie so ein Picken einmal nach oben in der Flatte. Ja, nee, ihr geht gar nicht mehr weg von mir. Weißt du, ihr wollt nichts von mir. Ja, ihr habt keinen Bock auf mich. Einfach. Ihr klebt an meinem Arsch. Versteht Ajo. Ihr das? Jeden Tag. Mich an. Ja, aber ihr versteht das nicht. Ich spreche nicht mehr, nimm mal die Waffen runter. Ich spreche nicht. Ja, ich nenne es. Ich tue euch nicht mehr was. Nimm die Waffe wieder hoch. Hör nicht zu. Nimm die Waffe wieder hoch. Okay, nimm sie hoch jetzt, komm. Nimm sie hoch. Jetzt halt auf ihn. Jetzt red vernünftig. Jetzt nimmst du sie wieder runter, weil er gesagt hat, nimm sie hoch. Und jetzt nimm sie wieder hoch, weil ich sie gesagt habe. Jetzt nimm sie wieder hoch. So, jetzt muss ich wieder runternehmen. Wieder hoch. Reicht. Also, pass auf. Django Scheiße. Ah, Junge. Pass auf. Django. Ja, Bruder, er meint, ihr seid Brüder. Nee, ihr meint, ihr seid Brüder. Alles klar, okay. Na, guck mal, Jungs, ich sag euch ehrlich. Ich erkläre euch das einmal. Bruder, warum redest du jetzt hier eigentlich? Halt doch einfach mal deine Fresse, okay? Nein. Er soll die Fresse halten. Lass ihn erst zu Ende reden. Okay, Entschuldigung. Ich kann dir nicht ernst nehmen, Fred, Mann, bitte. Aber guck mal, die Sache ist, kannst du die selber ernst nehmen, ist die erste Frage. Ja, das ist so, ey, wirklich. Ajo, wie wollen wir das Problem lösen? Guck mal, die Problem ist folgendes. Gib mir eine Lösung, komm. Gib mir eine Lösung. Ich will nicht hören, was ein Problem das ist. Gib mir die Lösung. Die Lösung ist, $20,000, was sagst du? Damit du verstehst das. Ich war gestern, wollte ich ein Ticket ausdrucken, weil ich habe 2 Tickets bekommen für eine Musikevent hier in Los Santos. Okay. Und als ich ausdrucken wollte, ich bin gegangen zu den Nachbarn, weil ich habe keine Druckerpatrone mehr. Meine Kopierer hat auf einmal so gemacht, so tach, weil hat keine Druckerpatronen. Hört sich nicht gut an. So, dann bin ich zu meinem Nachbar gegangen, damit du verstehst. Nein, das ist nur die Angebot, damit ich kann euch das jetzt einmal verklicken. Ihr müsst gut zuhören, weil dann ihr checkt dieses Angebot von mir. Dann ich bin gegangen zu meinem Nachbar, ich habe die Tür aufgemacht, also der hat mir die Tür aufgemacht. Weißt du, was dann passiert ist? Erzähl. Der hat gesagt, zieh dir erstmal eine Hose an. Ich habe vergessen, mir eine Hose anzuziehen. Dann bin ich nochmal zurück in meine Wohnung gegangen, ich habe mir die Hose angezogen. Und dann bin ich nochmal zu meinem Nachbarn. Der war gerade Chili con carne am Kochen, mein Nachbar, als ich reingekommen bin. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, hier, 1, 2, 3, ich habe Tickets, ich muss ausdrucken, ich habe keine Druckerpatronen. Kannst du mir helfen? Der hat gesagt, ja, kein Problem. Der ist gegangen in sein Wohnzimmer, der hat die Druckerpatrone genommen. Hat er gesucht, ob er eine findet für mich, weil meine Druckerpatronen, ich brauche so bestimmte, weil mein Drucker ist von Epson, weißt du? Okay, das reicht ja noch jetzt. Nein, die Jungs, Geschichte, damit ihr versteht vorbei. Das Angebot. Entspann dich doch mal. Wenn er zum Punkt kommt, schimmer. Ich muss zum Punkt kommen. Ja, mach und, das mal. Und ich habe dann die Chili con carne ein bisschen gewürzt, als er die Druckerpatronen für mich im Wohnzimmer am Nachschauen war. Ja? So. Dann habe ich das gewürzt, yani sehr salzig gemacht, die Chili con carne, und. Der ist dann zurückgekommen mit den Druckerpatronen in der Hand. Der meinte, hier, Jungs, Bruder, ich geb dir das. Fahrt mal bitte zum Treffpunkt. Fahrt mal bitte alles. Der meinte, hier, ich geb dir das, die Druckerpatronen. Da und dann war der abgefuckt auf einmal, der Nachbar. Weißt du, warum der war abgefuckt? Nein. Isaac. Weil ich habe seine Chili con carne verwürzt. Die war viel zu salzig. Wer ist denn das denn? Verstehst du das? So. Und ich wollte das alles gar nicht, weil das eine hat zum anderen geführt. Ich habe nicht nachgedacht. Jeder Mensch macht Fehler. Ich mach auch Fehler, du machst auch Fehler. Wir sind beides Menschen, oder? Richtig. Guck mal. Dann habe ich dem Nachbarn angeboten, pass auf, ich mache dir eine neue Chili con carne, ich versuche das noch zu retten und wir arbeiten Bruder, miteinander. Ich habe gerade nur zugehört. Hör mal zu, ich will doch gar nicht mit dir, Morok. Chill mal. Aber warum wird über Chili con carne geredet? Chill doch mal. Darum geht es doch gar nicht. Du musst die, richtig, du musst die, wie nennt man das auf Französisch? Die Célimanson muss man hören. Célimanson? Genau, die Célimanson der Geschichte. So, interessant. Guck mal, und ich hab ihm gesagt, pass auf, wir machen jetzt zusammen eine neue Chili con carne. Wir arbeiten zusammen miteinander, okay? Auf einmal, wir haben die dickste Chili con carne gerockt, die es gibt auf diesem ganzen Planeten. Yeah. Was ist die Pointe der Geschichte? Man muss nicht immer alles mit Streit und Bedrohungen klären. Wir können jetzt uns zusammen hinsetzen und die versalzene Chili con carne, also unsere Anfangsbeziehung, die wir miteinander hatten, gemeinsam zu einer leckeren Chili con carne in einer geilen Zusammenarbeit machen. Okay. Indem wir zusammen eine neue Chili con carne erschaffen. Und darum geht es nicht um, ich kill dich oder du killst mich oder ich gebe dir 20.000 oder du gibst mir 20.000, sondern wir gehen jetzt wie zwei normale Menschen, wir haben beide die gleiche Blut. Wir gehen jetzt in diese Küche. Wir machen gemeinsam eine neue Chili con carne. Okay? Und diese Chili con carne, die hat noch keiner gegessen hier in Los Santos. Wir machen das gemeinsam. Okay? Ja, das ohne Beef, auch gedacht, ohne ne? Beef, ohne 20.000, ohne Filme. Wir arbeiten gemeinsam und versuchen eine bessere Beziehung, also eine bessere Chili con carne zu erschaffen. Was wie das Problem ist, das haben viele gedacht.
Viele haben das gedacht, ja. Das aber Digga, Kuss geht raus, Digga. Das ist ey, vielen weißt du, Dank. Jay ist Jay, danke vielmals für den dicken Support. Ayo ist doch alleine mit seinem Casino. Genau. Mit Achim. Demi. Aber warte mal, was bietet der überhaupt uns an? Sollen wir mal fragen, was er uns anbietet? Ist das, vielleicht wir hat er das Gutes. Demi, Bruder, Jungs. Achim sagt, dass Ayo ihm den Sch*** tut. Bruder, was soll ich von dem erwarten? Echt jetzt? Ey, Achim sagt, ja, natürlich. Ja, der lutscht doch meinen. Wir lutschen uns gegenseitig immer 0,60 und der Geschäftspartner. Alles gut. Aber pass mal auf. Du musst dir vorstellen, wir können jetzt gemeinsam Geschäfte machen. Ich bezahle euch mal, wir sind in einem Frieden-Status. Ich bezahle euch, ihr sollt die abwecken. Es fließt Geld, so oder so am Ende des Tages für euch. Nur, dass okay. beide ihren Nutzen haben und beide glücklich sind. Denn wenn beide Parteien glücklich sind in einem Geschäft, läuft das Geschäft. Was für wenn eine Partei nicht glücklich ist, wird dieses Geschäft zum Scheitern, ist dieses Geschäft zum Scheitern verurteilt. Verstehst du das? Was für ein Geschäft bietest du denn überhaupt an? Jani, ich sag euch, geh mal zu diesem Wach, schlag dir mal einer aufs Maul, hier 10 Mille. Kein Problem. So einzelne Personen. Mach mal so 5 Mille. Jani, wir sind aber das Problem Geschäfte. Ist, wenn du nicht mal 20 Mille zahlen kannst, wir können vertrauen, dass du überhaupt uns die 5 oder 10 Mille geben kannst. Weil ich sehe nicht eins zu bezahlen für gar nichts, verstehst du das? Und aber wir haben uns beide gegenseitig auf die Füße getreten. Ich habe dir auf die Füße getreten mit Respektlosigkeit, du mir auch. Aber ich habe noch eine Frage. Was wolltest du damit bezwingen, dass du Bilal mitgenommen hast zu unseren Hut? Bilal ist ein guter alter Freund von mir. Ja, aber ja, was bringt dir das? Er hat gesagt, ich kenne die und dies ist, und ne? das. Ja, der ist ein Zip, ein Eiri ist er. Ich werde ihn immer, Jani, selbst ich am Kratzen am Boden liegen und zerkratzen. Ich werde ihn nicht anrufen. Ich werde ihn nicht anrufen. Weißt du, wenn ich sonst anrufe? Ich rufe Reed an. Der kommt mit meinem Wohnwagen. Der hilft mir mehr. Verstehst du das? Richtig. Okay. Ah, dieser Obdachlose. Der auf Galena steht. Als ob wir das getribbelt haben jetzt. Warte mal. Guck mal, es ist doch schon direkt anderer Punkt. Wie gesagt, Jungs. Lässt euch absolut, überlegen. Was sollen wir überlegen? Ich möchte nicht mal einen Druck, dass du sagst, du musst mir jetzt antworten. Antworte mir von mir aus später. Alles gut, kein Problem. Jani, wir können Demi arbeiten. Hat recht. Eine leckere Chili con carne, Jungs. Ja? Komm, wir gehen. Wir lassen ihn. Alles gut. Komm, lass ihn wir Ruhe. Gehen. Nein, Semi, komm. Ganz schnell komm weg hier, ganz schnell, bevor es brenzlig wird. Semi, komm. Warte kurz. Ayo, du hast auf jeden Fall recht, okay? Wir warten in den nächsten Tagen einen Auftrag von dir, okay? Ein Anruf von mir. Ein Auftrag. Ach so. Wir bauen also. Jungs, machen wir eine gute Chili con carne oder nicht? Machen wir. Aber sehr wir hoffen, du verarschst uns nicht, okay? Habib Elbi, steig ein. Ich will dich gar nicht abknallen, okay? Ich will dich auch nicht abknallen, eigentlich. Ich will dich nicht mehr boxen, ich will dich höchstens umarmen, okay, meine okay, Brother? Komm, lass umarmen. Komm. Habibi. Du weißt, ihr wisst selber, wir sind... Oder alles am gut. Ende des ihr Tages, wir könnt, sind ihr alles beide, Menschen. Alles gut, ihr beide macht okay, schönen Abend, ja? Was macht er? Was lässt du mich allein? Junge, der Hund bleibt doch. So, weißt du, der hat gerochen, wie mein Zehennagel hat er gerochen. Bäh, du Ekelhafter. Denkt, ich mach mit dir ein Geschäft, weil ich den merke. Als ob ich euch 20 Millis sage, ihr Ekelhaft. Guckt euch mal an, ihr Straßenköter. Kommt ihr da von irgendeiner Dings, macht er mir ein, auf der will. Like, ich hab euch verarscht. Von A bis Z hab ich euch hochgenommen. Kuss mit zwei Sätzen, mit irgendeiner Geschichte. Chili con carne. Like, diese Chili con carne, ich scheiß rein und ihr isst die danach, ihr Hunde. Schönen Abend noch, ja? Passt auf euch auf, Jungs. Bleibt gesund. So einfach, ja? Was ist das, Jani? Also, ich verstehe das ja auch gar nicht, ne? Haben wir das Kuss geklärt? Zack. Nichts bezahlt, gar nichts. Im Gegenteil.